Name ist Beatrice Döhner. Ich bin geboren und aufgewachsen in Flandern, Belgien, in der Nähe von Denze, Severenvecht. Ich habe Pater Wilhelm van Straten als Speckpater Lehre kennen, persönlich gesehen. Und von meinem inneren Auge kommt immer noch den Wagen, der am Tor stand auf der Straße und wo meine Mutter mit Speck und Mehl und andere Zucker, glaube ich, war dabei, zum Tor gekommen ist, zum Tor, und dass der Speckpater abgegeben hat. Ich sehe ihn noch vor, ja, als jemand, der wirklich werbend um Verständnis für die Deutschen damals, weil die Deutschen haben ja auch in Belgien sehr gewütet, und eine sehr prägnante Erfahrung ist auch, dass im Nachbardorf Pater Wilhelm sich angekündigt hatte, in der Messe eine Predigt zu halten, und die ganze Bevölkerung hat sich dagegen aufgelehnt. Vor allem die Bauern, Landwirtschaftsgegend, weil die Deutschen haben zu viel Leid angetan, zu viel Menschen umgebracht auch, und jetzt noch Spenden dafür, also das war zu hoch. Und dann hat er gepredigt, und was ist passiert? Nach der Messe sind die Menschen stillschweigend nach Hause gegangen und haben also Schinken geholt und Speck und Zucker und haben auch Geld gegeben, ganz viel Franken, Geld ist da zusammengekommen und wurde also als Zeichen der Versöhnung aufgrund von dieser Predigt von Pater Wilhelm van Straten dann abgegeben. Diese persönliche Erfahrung hat mein Leben lang, hat mich bis jetzt geprägt. Ich bin also in der 60 und ja, es ist einfach ein Zeichen gewesen der Versöhnung, der Gründlichkeit, dass auch